Popkultur, das Kino. Welche Filmarten sind heutzutage beliebt? Achte hier auf das Präteritum, das Passiv und Relativsätze. Die Filmindustrie entwickelte sich in den letzten Jahren enorm und somit änderten sich auch die Sehgewohnheiten des Publikums. Früher waren andere Filmarten beliebt, zum Beispiel die klassischen Zeichentrickfilme bei Kindern. Heute sind es die modernen Animationsfilme, die beliebt sind. Klassische Zeichentrickfilme werden kaum noch produziert. Heutzutage werden viele Kinoproduktionen gesehen, die technisch gesehen sehr aufwendig sind. Mittlerweile werden in Filmen viele Special Effects eingesetzt, die früher viel zu aufwendig, kostspielig oder technisch einfach nicht möglich gewesen wären. And here we had some examples of the imperfect tense, so entwickelte and endeten are two weak verbs, so they have the te ending, and then if it was a plural, it would be ten. And we also had the strong verb sein, which goes to waren in the past, so that was in English were. We also had some passives, werden, these are formed with werden and the past participle at the end of the sentence. So we have werden produziert, werden gesehen, and werden eingesetzt, which means to be utilized or put into action. And Relativsätze, we had, heute sind es die modernen Animationsfilme, die beliebt sind. And remember here you need the correct form of der, die, das, depending on the gender of the word you're referring back to. In this case it's Animationsfilme, which is a plural, so the word die for plural, and also sends the verb to the end in the second clause. So the next example, viele Kinoproduktionen gesehen, die, which means which or that here, technisch gesehen sehr aufwendig sind, and viele special effects, die früher viel zu aufwendig gewesen wären. And aufwendig, Frau Peters, would be in English expensive, difficult, could be both, I think. Yeah. Financial and just too technically demanding. Genau. Okay, there you go.